Jo Leute, willkommen zurück auf Hokkaido Stand Up Farm. Unverändertes Aufnahmepublikum. Aaron und Marcel wieder am Start. Aufnahmepublikum. Hallo. Marcel. Und wir haben heute Tine Windler eingeladen. Einsatz in vier Wänden. Wollen wir hier auch eine Glasfront reinmachen? Hier links? Nee, würde ich nicht. Das wird Dann lass uns die Seite hier wegreißen komplett und dann noch nach rechts weiter ausbauen. Das hier? Hier, Okay, Leute, also das komplett, wo die Werkbank steht und so, ne? Nee, hier, also das hier würde ich so lassen. Zwischen der letzten Folge und dieser Folge waren es nur 3 Sekunden. Also einfach, du meinst... Nee, lass das so. Das musst du bleiben. Nein, wenn du hier abknicken willst, dann würde ich hier auch wieder... Das ist gut, das hast du gut gemacht. Ist das hier die Höhle, wo Aaron drin ist? Nee, das ist meine. Okay, dann lass uns die zumachen. Also ich habe irgendwo runtergebaut. Was hat sich gerade übrigens den Stern verdient? Echt? Ja, weil er gesagt hat, da muss so ein anderes Holz hin. Yeah. Also, ich dachte schon, fürs Scheiße sein. Nee. Oh. Ist hier im Ofen noch was drin? Ja, brennt dann. Einen brennt noch Glas. Ich baue den anderen schon mal ab. Ja, das habe ich da gerade reingemacht. Können wir das drin lassen, ist ja egal. Damit ich hier das Dach einmal fertig machen kann. Dann kommt der hier auch weg, ne? Ja, der kommt weg. Dann kann das auch weg, dann sparen wir Holz. Oh, da haben wir noch irgendwie eine Werkbank. Ich baue die mal einfach hier rein. Ach, mach schon Holz hin noch. Okay, super. Hier ist wieder eine Höhle. Hier ist wieder alles. Neue Axt. So. Könnte das hier oben was wegmachen, ne? Genau, das kann weg. Hier sind 5 Zombies. Willst du das Dach aus Stein machen, Marcel, oder aus Holz? 6 Zombies. Reden wir jetzt von der Decke oder wirklich von dem Dach? Von der Decke rechts. Dieses Glas würde ich hier sogar so lassen. Ja, Decke. Ich meine jetzt die Decke oder meinst du das richtige Dach? Achso, nee, die Decke. Und wollen wir hier... Ich weiß nicht, wir haben, ich habe halt jetzt unten schon auf dem Boden hier diesen 4x4 zusammengekräfteten Diorit genommen. Ich weiß halt nicht, ob das so krass wird. Achso, was sonst hätte ich heute Boden Morgen gibt's Kartoffelsalat. Also du wolltest Holz auf dem Boden machen? Finde ich gemütlicher. Ich habe jetzt hier extra... Lass uns nur bis hier Holz machen, bis zu dieser Kante. Dann haben wir so einen Akzent drin. Achso, morgen hast du so viel Kartoffeln? Ja. Eine. Wenn sich alle nicht ganz so anstrengen, sind es vielleicht auch 3. Wir haben auch schon Kartoffeln angepflanzt. Ach, haben wir schon? Na, okay. Ja. Sieht das aus? Weiß ich nicht. Warte. Guck mal, die Ecke hier kommt doch eh. Sieht man ja eh nicht von aus, dann können wir auch da die Werkbank reinstellen. So. Jetzt ist hier auf der Seite natürlich eine Kiste, sonst hätte ich das jetzt so gemacht, weißt du? Das wäre halt das so Kiste und so. Ab. Die Kisten halt können wir auch unterirdisch in den Lagerraum machen oder so. Ah, nee, aber das geht auch so. Oder wir machen einfach hier rechts einen Lagerraum. Dann machen wir hier den Lagerraum, hier einfach einen Durchgang und hier, oh sorry, und hier kommen die Betten hin. Krass. Dann machen wir hier den Lagerraum. Hier wachsen unterirdisch Blumen, einfach so, neben der Lava. Screenshot. Ja, ist schön hell und warm. Nein, der Creeper. Mann. Der Junge hat da unten richtig was zu tun. Du hast doch gerade sicher Kohle abgebaut unten, oder? Hab ich gehört. Ja, 2. Okay. Kann. Bis hier oder wohin? Warte mal. Wie weit ist das denn hier? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Warte mal. Den hier hochziehen. Der muss weg. Der kommt weg. Nee, wir haben was falsch gemacht. Wir müssen das Dach ein höher machen. Und? Noch eine Kartoffel. Das ist schon 3 hoch. Ja, okay, aber ich würde die Fenster... Also, warte mal.
So müssen wir das machen. Die Fenster würde ich halt 2 hoch machen, sonst sieht das halt zu klein aus. Ja, können wir das so machen wie auf der Seite. Das ist hier oben dann das normale Holz dran ist. Hast du noch Glas? Ich habe deine Scheiben noch, ja. Kannst du mal beim Eingang, eine reinsetzen? Ich hab's dir gleich gegeben. Okay. Ich hab's sogar eingesammelt, ich hab's gar nicht gesehen. Ach, nur sowas. Ich würde das hier einfach wieder so machen. So wie auf der anderen Seite. Mhm. Dann würde ich vielleicht den hier sogar noch wegmachen. Lass mal pennen gehen. Dass ich das hier so... Aaron, kannst du pennen? Ja. Okay, ab ins Bett. Schnell, schnell, schnell. Ja, Moment. Du kannst nur nachts schlafen. Das ist der dumme Bett. Ja, chill. Aber ich finde, es sieht schon gar nicht so schlecht aus. Einen Moment noch. Und jetzt. Ah, jetzt habe ich das gerade abgebaut. Okay. Boah. Was ist denn jetzt ab? Was ist das? Ich schwimme gerade mit dem Fluss runter, wo ich schlafe. Bin ganz woanders aufgewacht. Oh, hier oben ist ein Loch. Das war wieder eine krasse Nacht. Ja, das habe ich auch schon gesehen gehabt. Wollen wir hier auch Scheiben in die Wand reißen? Ja, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, so eine Wand ohne Scheiben wäre ganz nett. Mm. Sonst ist das Haus so offen. Warte mal, ich will mal gucken, wie das aussieht, wenn wir hier kleine Scheiben reinbauen. Dass wir halt die Kakteen beobachten können, wenn die am Wachsen sind. Und hier muss unten noch Holz hinbauen bei der Tür. Also so reicht, oder? Also von der Größe, oder? Ja. Bis hier. Ja, und dann würde ich halt hier hinten eine Holzwand reinmachen. Ja, das ist so eine Art Regal. Achso, Jungs, die kommen wieder hoch. Top. Ich habe nichts mehr zu essen, aber ich habe ganz viele Sachen. Wir brauchen noch Sand. Ja, hol dich. Auch eine Schaufel. Warte. Habe ich dir gegeben. Ich habe noch 16 Glas, das heißt, ich kann das hier noch ausbauen. Ich baue das hier einfach vorne ab, ne? Können wir ja später Erde drüber klatschen. Das muss hier weg, diese Bäume müssen ja gerissen werden. Wir müssen auf jeden Fall noch Sack für die Kaktusfarm haben. Haben wir schon Kaktus? Nee, ne? Nein, der wächst ja nur in der Wüste. Müssen wir manchmal auf Suche gehen. Übrigens, kann ich gleich mal eine Story erzählen? Ja, erzähl mal. Ja, erzähl ich mal. Also, genau rechts neben mir, auf der Fensterbank, steht gerade ein Kaktus. Nein! Bring ihn direkt mal vorbei. Aber. Das ist ja faszinierend. Also, alle, die auch einen Kaktus haben da draußen, im Winter ist echt schwer. Da kommt nicht so viel Licht dahin. Und. Geht gerade nicht ganz so gut, deswegen. Ja. Ist er eingegangen? Nein. Aber er sieht nicht ganz. Nicht mehr ganz gesund. Ja, er hat so eine komische Farbe bekommen, aber nicht überall. Deswegen, ich habe noch Hoffnung, dass es funktioniert. Ich finde, das Haus sieht echt voll gut aus. Ja, ist nicht schlecht geworden. Deswegen alle mal bitte. Wo bist du mit dem ganzen Knochenmehl hingegangen? Was mit den Kommentaren? Gute Besserung. War ein Kaktus. Ach so. Kai, hey, was hast du mit dem ganzen Knochenmehl gemacht? Das nicht. Wo sind denn unsere ganzen Knochen? Ich habe 8 Knochen. Die habe ich, denke ich, mal rein. Ja, du mal bitte, weil dann lasse ich die, liegen in der Kiste. Wollen wir die Knochen nicht lieber für die Hunde aufheben? Ah, nee, ist egal, können wir später auch machen. Ah, ich wollte gerade sagen, Knochen kriegst du ja jetzt. Ich will nichts sagen, schwer. Aber einer von euch hat meinen Hund getötet. Ja, die Kacke ist halt einfach. Wenn wir das echt mit den Hunden machen wollen, dann müssen wir PvP ausmachen. Weil sonst taut man sich einmal aus Versehen und dann tötet der Hund einen. Ja, oder nicht aus Versehen. Weil jemand ist. Wollen wir Stonebricks machen? Aber ist trotzdem doof. Wofür? Sieht cool aus. Für den Boden. So viel Dingens haben wir noch nicht. Geschweige denn Kohle. Also Kabel wahrscheinlich, aber Kohle nicht. Wir können auch diesen weißen Stein hier rausnehmen. Welchen weißen Stein? Achso, dann lass da erstmal Holz hier machen. Oder wir machen hier die unterste Seite komplett mit Cobblestone. Das sieht, glaube ich, also mit, ja doch, mach mal den Boden aus Holz, ich hab mal eine Idee. Aaron, hast du noch Kohle? Nee, ne? Ja,
Ja, zwei Stacks. Okay, gut. Die sind auf dem Weg nach oben. Super, die brauche ich gleich mal. Wohin? Ich weiß nicht, wo ich auch. Erstmal muss die ganze Scheiße hier abgerissen werden. Das. Ich war schon am Überlegen, ob wir jetzt nicht einfach die Farmbegrenzung von hier dann einfach bis hier erweitern, dass wir halt den Bereich ja noch mit zur Farm nehmen, weißt du? Ja, da können wir dann hier vielleicht vorm Fenster direkt die Melonen anbauen. Ja, natürlich, irgendwie so. Dass wir sowas ein bisschen Besonderes haben. Weil das halt ziemlich nah am Haus ist. Aber wir brauchen auf jeden Fall so ein Riesenfeld, wo einfach in der Mitte eine Windmühle steht. Schön. Ja, aber das können wir ja jetzt hier nicht hinbauen, das kommt ja ein bisschen weiter weg. Ich glaube, ich bin in Mexiko. Bist du ganz woanders rausgekommen? Ah, hier ist Gravel, nice, das kann ich direkt mal abbauen. Scheiße. Wie finde ich denn jetzt wieder nach Hause? Geht noch der Trick mit dem Gravel und der Kerze? Ja. Das wüsste ich auch gerne. Naja, so weit ist es ja nicht bis hier, ne? Und so weit kannst du ja unterirdisch auch nicht weggelaufen sein. Ja, hier sind drei Wölfe. Vier Wölfe. Soll ich welche mitnehmen? Nein. Hey, ich bin wirklich ganz, 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 ganz woanders. Und am Arsch. Also wir sind bei 17,522. Warte, ich schreib's hier. Das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Wo bin ich denn jetzt hier, Mensch? Da sind wir. Ich renne mal kurz in eine Richtung. Ist ja, so viele Wölfe sind hier. Das ist ja krass. Krass, krass. Und Schafe und Kühe, ey. Bin ich denn? Und das sind Schweine. Schweine brauche ich mir auch noch. Und da sind ganz und da sind ganz viele Kühe in dem Gehege. Das eine Schwein ist braun. Warum ist das braun? Vielleicht ein Wildschwein. Wie viele Rosen hier sind. Und ganz viele Blumen. Wenn du noch Platz hast, nimm noch mit für Kai, für seinen. Ich bin in Holland. Für seinen Garten. Das sieht ja echt schon voll gut aus, finde ich. Was denn? Okay. Ja, also an sich ist das echt schön geworden. Nimm mal die Orangen mit. Oder haben wir die schon? Wie wir hier ein Dach drauf bekommen. Die Tulpen. Orangene Tulpen. Nee, haben wir noch nicht. Nee? Ach, ich nehme alle Blumen mit. Wenn ich schon mal hier bin und kein Essen mehr habe. Und blaue und weiße. So. Hier sollte eine Tür rein, Kai? Ja, danke, oder? Da kann man von beiden Seiten reingehen. Hier ist ja alles voller Blumen. Krass. Dann kommt da eine Druckplatte hin, dann kommen hier Druckplatten hin. Ja, dann kommen wir jetzt überall gut raus. So, Fackeln. Und ich habe die nächste Höhle gefunden. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Als ob wir kein bisschen Gravel haben. Nee, haben wir nicht. Ich kann nicht mehr. Ich hab doch ganz viel Gravel. Hab ich doch gerade abgebaut. Was wird das, Kai? Was wird das hier? Was denn? Das kleine abgezeichnete Bereich. Da wollte ich Melonen oder irgendwie sowas. Oder vielleicht ein paar Hühner oder so. Oder die Hunde. Nein, ach so. Ja, dann machen wir hier genau. So einen Unterschlupf, da machen wir halbe Ziegel, dann machen wir die hier rüber und dann. halbe Slabs meine ich. Warte, zeig dir mal, ja, was das meine. Dann kann ich einfach die Dingens hier erweitern, lohnt sich das? Und drei. Ja, die Farm können wir rüberziehen. Ja, aber es ist doof wegen dem Wasser, ne? Weil wenn du jetzt hier wieder 1, 2, 3 und dann Wasser. Bin noch nicht überzeugt. Warte, ich meine das so hier, pass auf. Da könnte man dann hier irgendwelche Tiere reinmachen und dann so. Ja, ich hatte schon verstanden, wie du das meinst. Ja, boah, ich weiß nicht, dass wir es irgendwie vergessen. Hast du vielleicht ein Stück Holz? Ein Stück Zaun? Einmal, um den hier hochzuziehen. Zauntürchen. Zauntürchen ist auch gut. 72. Dann mache ich kurz nochmal ein paar Zäune fertig. 10. Ja, ganz falsch. Wir waren minus 230.
Oh, Aaron. Was anderes? Was war das? 351? Oder wie lange ist man weg? Früher gingen die Türen nicht beide auf, okay, ne? Den Redstone. Ich komme zurück. Früher was? Ging das, glaube ich, nicht auf. Also da musste man irgendwie so eine ganz komplizierte Redstone-Schaltung bauen, dass die beide aufgehen. Ja, ja, damit beide aufgehen immer, ja. So, soll ich schon mal ein bisschen Gravel verlegen? Kannst du machen. Verleg schon, ja. So, der Weg zum Hinterhof ist schon mal fertig. Haben wir schon ein paar Blumen, dann könnten wir die hier... Wenn du eh verlegst, dann grabe ich dir hier vorne alles schon mal aus, bis zu den Stufen. Das ist halt die Frage, was wir hier hinbauen wollen, bei den Stufen. Holz oder Gravel? Ja, auch Gravel. Dann immer Holzstufen? Holz. Ich bin für Holz. Ja, das ist halt vorm Haus, ne? Nee, ich dachte, das hier, das mit den Stufen ist jetzt einfach nur, weil hier... Der Eingang ist zum... Achso, was ist sonst für Stufen? Dann machen wir sonst mal Cobblestone Slabs. Ich bin jetzt halt dafür, dass wir auf der Seite, weil hier ja kurz vor dem Haus, vor dem Berg ist, dass wir hier entweder eine Zuckerrohrfarm hinpacken können oder... Keine Ahnung. Ganz bei uns in der Nähe ist übrigens ein Schneegebiet. Echt? Dann glaube ich, weiß ja. Ich, wo du bist. Sieht aus wie Skyrim. Es wird Nacht. Ich habe Angst. Ja, wenn du schnell genug pennen gehst, dann spawnen auch keine Monster. Dann kannst du auch einfach so pennen. Jetzt gibst du nach mich. Also, ich liege im Bett. Okay, wir müssen pennen. Los. Ich auch. Ne, jetzt renne ich. Ja, jetzt kommen noch Nein, jetzt pennen. Ich bin gleich da. Hier sind Hühnchen. Ach, die sind ja. Mann, geh pennen. Die sehen anders aus. Aaron, los. Ich sammle gerade Eier für einen Kuchen, Moment. Aaron, ja, los, penn jetzt. Ich Eier für einen Kuchen. Ja, weiß ich nicht. So, jetzt bin ich doch hier. Doch nicht. Ich bin im Sumpf. Ach, Bullshit. Warte, jetzt lege ich mich schlafen. So. Gute Nacht. Gute Angst. So, nächster Morgen. Neuer Morgen, neues Glück. Marcel, wollen wir einmal die Slabs um das ganze Haus rumziehen? So als Dachvorsprung? Ich weiß noch nicht, wie wir das Dach wird, habe ich schon eine Idee. Also, wir benutzen das hier vorne, als sozusagen als Dachboden. Wo bist du? Ach, 17, ich wäre viel zu weit gelaufen. Rüberziehen. Okay. Wir müssen nur gucken, was die breitere Seite ist. Oder wir machen einfach ein Dreieck. Also eine Pyramide. Ach, hier. Ich glaube, es ist länger. Ich glaube, es ist von vorne. Was ist das denn? Länger. Ja, guck. Ich glaube, das ist die längere Seite hier. Wo wir jetzt stehen. Das ist lange. Das halt so natürlich. Rüber. Das geht. Was machst du hier? Achso, Zuckerrohr. Ja, genau. Irgendwer schießt hier. Könnte Aaron sein. Das war ein Skelett. Das ist Aaron. Hier oben. Das Skelett steht hier oben am Baum. Leute, ich bin wieder da. Mein Gott, sieht das scheiße aus hier. Hier, Aaron, ich muss dein Dingens hier einmal zubauen, leider. Wir müssen da mal gucken, wie wir da einen anderen Weg runterkriegen. Ja, ich würde sagen, hier im Haus direkt. Warte erstmal. So. Also, wie erzähle ich, was ich alles habe? Kommt mal her, wir treffen uns mal. Wo seid ihr? Ich bin noch draußen. Okay, wir treffen uns hier draußen. Hast du den Eimer noch? Nee, der ist weg. Ah, dann muss ich hey, ganz kurz einen neuen Eimer. Und ich zeige euch, was ich alles mitgebracht habe. Von meiner Weltreise. Durch Skyrim. Ich muss kurz mal hier so ein halbes Step spawnen. So, dann kann ich die nämlich hier hinsetzen. Also ich bin ja schon mal da. Ja, los Kai, komm ran. Ja, ich wollte nämlich schon mal... Da sind auch tolle Sachen für dich dabei. Das sieht schon mal ganz gut aus. Also wirklich tolle Sachen. Ich habe gerade aus den drei Eimer gecraftet. Okay, pass auf. Also, ich habe ganz viele Geschenke für euch. So. Erstmal Sachen, die ihr ganz dringend braucht. Also... Hallo? Marcel! Ja, so. Ich höre doch zu. Marcel, gib mir nochmal einmal. Sachen, die ihr ganz dringend braucht. Erstmal für Kai.
Ja. Ich hab für alle einen Eimer. Ja. Ein drittes Ei oder was? So, okay, jetzt kommt Marcel dran. Ich weiß ja, Marcel, du bist ja echt so ein ganz toller Typ. Deswegen bekommst du Karotte. Ganz viel die Karotte. Eisen. Aha. Zwei Stück. Zwei Stück? Okay. Mach gleich einen Ofen. Pass auf, dann bekommst du auch das hier, weil ich glaube, das brauchst du wirklich. Bisschen Koks. Ja, halt's hier schön ein. Leute, hier, pass auf. Es gibt rote Tulpen, es gibt orangene Tulpen. Es gibt Spinnenaugen. Yay! Eine Karotte. Mein Live-Gericht. Ja, man hat das ganze Essen, Redstone. Das muss alles mal da rein. Kohle, Eisen, Gold, Eisen. Ist das zufällig Gravel? Ich bin übrigens voll. Nein, Gravel habe ich nicht. Aber ich habe Lapis. Yeah. Und ich brauche was zu essen. Wo sind deine Kühe? Noch nicht. Hier, guck mal, in der Kiste sind noch 4 rohes Fleisch. Das kannst du hier braten. Und auf dem Feld, guck mal, wachsen gerade ganz viele Melonen. Aber wie anpflanzen, wenn du die kaputt machst? Ne, die Melone muss ja nicht wieder anpflanzen. Dann machen wir jetzt Brot. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Kiste machen mit nur Essen. Wo sind die Werkbänke? Die eine ist hier unten. Haben wir nur noch eine? Eine ist noch bei der Ufer. Warum sollten wir mehrere haben? Wir waren mal so reich. Und du hast zufällig an nicht Gravel dabei, oder? Nein, aber ich kann welches holen. Ich weiß so, welches gibt. Das brauche ich so. Dann brauche ich aber eine Schaufel. Aber verlauf dich Marcel, nicht wieder. Ja. Wenn ich jetzt das hier alles wegreiße, ne? Guck mal, so. Was hältst du denn davon? Und dann hier halt auch noch Glas machst. Ja, wobei hier könnte man doch Glas machen oder eben diese Steine. Dann müssen wir die Decke aber auch aus dem Stein machen, weil sonst wird das zu much. Ja. Entweder aus Holz oder aus dem Stein. Ja, dann aus dem Stein. Hier vorne könnten wir doch auch eine ganze Glasfontäne machen. Das sieht, glaube ich, gar nicht schlecht aus. Vor allem mit dem Zuckerrohr, ne? Ich hole aber erst noch mal ein bisschen Holz. Oh, ich hab... Und, kümmere mich jetzt mal so ein bisschen, dass wir schon mal Gehege für Kuh, Schaf und Schwein haben. Ja, das ist das Haus fertig machen. Und halt... Wollt ihr das trennen? Ja, das kannst du ja machen, da ist ja nicht so viel. Ich würde die schon auseinanderhalten, ja. Kannst du? Achso, ja, ich würde es teilen. Ja. Ich würde es teilen, ja. Schöne Art und Rassentrennung. Ja, weil vor allem, wenn du sonst irgendwie da durchmarschierst und weiß ich nicht, irgendwie Leder brauchst oder so. Und dann klatscht du auf einmal so ein Schwein und 5 Schafe mit weg. Das ist ja schon scheiße irgendwie. Ah, es lebt! Was lebt? Oder er lebt sozusagen. Schneemann? Nein, noch viel besser. Hast du einen Eisengolem gemacht? Rufus. Ja. Er ist der König. Ja, dann bau da aber schnell mal Zäune drum, dass er sich nicht verpisst und irgendwo durch die Wälder stampft. Nein, aber er ist der neue König. Ja. Rufus der Erste. Er soll doch trotzdem nicht abhauen. Weißt Nein, du, das ist ein cooler Typ. Wie viele Eisenblöcke waren das jetzt? 2. Sind das nicht 4? Das sind, glaube ich. Nein. 2 plus 2 ist. 2 hoch und. Das sind, glaube ich, echt 4. Und ein Kürbis. Und dann jemals noch an der Seite, ja. Och, Aaron. Ja, dann bauen wir wenigstens ein, damit er... So, die können wir bei uns auf der Farm platzieren, Aaron, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Die können wir bei uns auf der Farm platzieren. Und in den greifst du dich dann an? Nein. Nee. Die können wir in den Farmen, also in den Gehegen und auf den Farmen platzieren, weil dann killt er die ganzen... Viecher, die da drin sind. Das greift doch mal an. Ja, lass. Der greift mal nicht an. Die Farm setzen mit den Kühen. Also auf die, Okay. Ich schieb ihn mal dahin. Los, beweg dich. Los. Lauf, Rufus. Der Erste. Warum kommt eigentlich South Park erst Stick of Truth?
und dann Fractured Butthole. Wieso? Ja, okay. Erst kam die Folge mit der Xbox und der PlayStation, jetzt kommt der Kuhn. Ach, der läuft ja selber. Ja, wo ist das Problem? Finde ich ganz cool eigentlich. Weiß mich gerade auch. Der läuft ja wirklich. Oh, toll. Wo läuft der? Aaron hat Spaß. Ich glaube, der will in die Freiheit. Nein, willst du nicht. Kommt ein fetter Zaun, dann bleibt er hier. Muss ein schönes Leben hier führen. Der bräuchte eigentlich mal so einen Kumpel, ne? Ach, ich brauche ihn einen. So, Eisen. Oh, Aaron. Ich glaube, wenn ich noch einen baue, kann ich hier ausziehen. Den mache ich doch wenigstens. Naja, das einzige. Marcel, warum machst du die Farm hier so runter? Nichts zu sagen. Warum machst du die hier so runter? Mach das lieber eben. Mach das hier weg und dann du dann. Warum? Das ist doch egal. Das sieht so geil aus. Ich finde das eigentlich viel besser, wenn das so in die Landschaft eingearbeitet ist. Ja, okay, mach erstmal. Ist egal. Und dann. Hier ist noch. Das ist nicht so. Ja, weil sonst ist das ja wieder so. Ja, Land planieren und dann Zaun drauf klatschen. So finde ich das schön. So haben die Kühe so ein bisschen Höhen und Tiefen, wo sie drüber laufen. Weil es keine Ziegen gibt. Hat irgendwer noch. Ja, aber es gibt ja schon Lamas, Alter. Ja, die hättest du gerne, ne? Keine Ziege. Haben wir noch. Hier. Warte mal. Haben wir das. Ach, scheiße. Das dürfen wir doch nicht mit einbauen. Mal gucken, wie wir das machen. Haben wir noch, Leute. Hey, Marcel, was? Kai. Ja. Wollt ihr mal Pilze kaufen? Nein. Haben wir noch Oakwood? Ja, die sind braun und manches haben noch. Haben wir noch oder nicht? Ich hab grad was gefarmt, das habe ich gerade alles verbraucht. Okay, Mist, weil ich brauche halt noch ein bisschen was. Und für das Dach brauchen wir auf jeden Fall richtig viel. So, eine schöne Pilzsuppe, die ist doch jetzt genau das Richtige. Okay. Also, die Kühe sind jetzt vergrößert. Offiziell. Das heißt, die können wir jetzt richtig hart poppen lassen. Ja, Mist, das brauche ich. Ich habe eine Idee fürs Dach. Ja, äußere sie. Was? Ach so. Du sollst sie äußern. Slabs oben hin. Und ja. Dann haben wir nämlich noch ein Stückchen höher das Dach, so. Und dann wiegt auch der Durchgang mehr. Und dann können wir das Dach oben direkt drauf bauen. Und dann können wir halt unsere Betten noch nach oben verfrachten. Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Wir sollten schlafen gehen. Guck mal, ich hab das jetzt hier schon angefangen. Oh, ich hol gerade die ganzen Pilze. Ich hab das jetzt hier oben schon angefangen. Hier. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, oder? Sieht echt gut aus. Wo bist du gerade, Aaron? Ich hol gerade die ganzen Pilze. Ich darf dabei keiner sehen, sonst habe ich Probleme. Na, ja, natürlich. Das sind die Krypoam als. Verstehst du, ne? Verstehst du so. Hast du die ganze Crew? Oh, schön. Also ich lieg jetzt im Bett, ne? Wenn ich einen Kürbis mit einer Laterne abbaue, krieg ich den auf die Laterne raus. Kai! Ja. Kai! Hey, los, Bett. Kai, beeil dich! Ich hab doch die ganzen Pilze! Ja, Aaron ist doch noch gar nicht da. Ach, liegt schon im Bett, ach so. Die ganzen Schwooms, Alter. Er hat die ganzen Schwooms dabei. Die braunen und roten. die Magic Mushrooms, Alter. Pilz und. Pilz. Die heißen echt beide Pilz. Jo, ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit der Folge, oder? Schon wieder die Zeit rum. So und schnell geht das. Oh, so dann schnell vergeht die Zeit. Bis zum nächsten Mal, Leute. Mit Tina Wittlers, Tina Wittlers Hausbauteam. Tschüss.